Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Moin Moin, hier ist der Angelus. Heute geht es mir wieder weiter Richtung Süden, damit wir ein bisschen weiter nach unten kommen, ein bisschen mehr von der Karte aufdecken. Da haben wir hier noch ein Fragezeichen plus ein Anwesen, Salzwind-Anwesen. Da befinden sich ein paar Mongolen mit Anführer. Gibt wieder Fortschritt für die nächste Kampfhaltung. Da werde ich jetzt hinreiten und den Rest hier oben können wir später machen, wenn ich mal wieder vorbeikomme. So. Ne, nicht im Fotomodus. Falsche Taste. Hier. So, rechte Seite ist Fotomodus, linke Seite ruft man das Pferd, natürlich. Salzwind-Anwesen, 360 Meter, ich komme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in der heutigen Episode von Ghost of Tsushima. Moin Moin an alle Unterstützer des Projektes hier. Und an alle interessierten Zuschauer. Oh, da haben wir noch ein paar. Stopp, 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 stopp. Das war knapp. Die haben mich fast gesehen. Haben da wieder eine Geisel oder so? Bei dem Glühwürmchenbaum. Ah, wie kriege ich die am besten? Mist. Was habe ich gesehen? Ah, aber ja, der sucht aber erstmal, ne? Alle. Was? Zerstöre das Holzfällerlager. Ach, das ist das Lager gleich, was ich machen will. Alles mit der Zeit. Okay. War scheiße. Was willst du? Okay, der ist weg. Oh, ein Zündler. Okay, nächster bitte. Das war nicht so schön. Muss ich jetzt wieder meine Schwerthaltung nehmen? Lebt er noch? Ja, gehen wir noch am Kriechen hier an dir, ne? Ui, da ist ein Fuchs. Den Fuchs nehme ich gleich natürlich mit. Den habe ich schon gehört. Nichts zu looten. Doch, da. Vorräte. Okay. Der Schulterstoß ist nicht schlecht, ey. Ja, Lauch. Ich loote doch noch gerade. Siehst du das nicht? Bald seid ihr frei. So hektisch, die Frau. Bitteschön. Es ist schrecklich, Herr. Sie roden unseren Wald, um ihre Schiffe zu reparieren. Wo? Okay. Ein Holzfällerlager nahe der Ostküste. Das ist doch gleich vor mir, das Holzfällerlager, oder nicht? Da steht doch eben was von Holzfällerlager. Oh, das ist noch eins. Ostküste, hat sie gesagt. Das ist, ja, gut. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Das ist das, wo ich daneben stehe. Ja gut, dann nehme ich halt beide. Hier ist bestimmt auch noch ein Anführer drin und noch ein Technikpunkt. Hier dann auch noch das nächste. Ist doch super. Mach ich. Und das hat viele, viele Nebenaufgaben, das Holzfällerlager. Jetzt kümmere ich mich aber erstmal um den Fuchs davon. Bevor wir zum Holzfällerlager gehen. Ich bin da. Sorry, musste dich warten lassen. Alle wollen heute was von mir im Spiel. Das Haus kenne ich auch noch nicht hier unten. Ist es noch weit, Fuchs? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist er denn? Hä? Ach, da unten. Der ist hier runtergerannt. Zum Strand. Ah, da ist es. Ist zum Glück nie so weit weg. Der nächste Inari-Schrein. Dankeschön. Noch drei. Und guck mal, den kann man mal wieder streicheln. Und sonst sind die teilweise auch wieder so schnell weg, dass man nicht alle Füchse streicheln kann. Aber hier geht's wieder. Dankeschön. Hüpf, hüpf. Ah, guck mal, bei der Hütte sind sogar Mongolen. Perfekt.
Ich glaube, das wird heute eine richtige Schlachtereifolge, wenn ich da noch das Holzfällerlager und so angreife. Jetzt habe ich aber gesehen, wie das funktioniert. Also wenn der weiße Balken sich füllt, dann kommt nochmal das Gelbe. Und dann suchen sie dich an der Position. Und solange das Gelbe noch nicht voll ist, wird auch noch kein Alarm ausgelöst. Dann könnte ich sie also so theoretisch zu mir locken dann. Aber das geht auch so dann. Oh, haben die das gehört, Janan? Der hat sich gerade im falschen Moment umgedreht. Da ist ja noch einer. Ah, der geht jetzt weg. Komm, wir machen ein Kettenattentat vom Dach aus. Wieder? Wieso nur zwei? Na, zu viel auf dem Haufen. Okay. Jetzt hast du dich verraten, mein Freund. Aua. Jawohl. Kriegt hier noch vielleicht jemand? Ich habe meine ganze Entschlossenheit fast weggeballert. Vorräte gibt's noch. Eigentlich standen da genug für ein Dreifachattentat, hat wieder nur zwei gemacht. Hab gedrückt für alle. Ah, der Baum noch. Den nehme ich noch mit. So, dann geht es jetzt Richtung Holzfällerlager. 90, ja, 80 Meter noch. Und da standen ziemlich viele, viele Ziele dran. Herausforderungen und so. Hä? Alter, da oben sind schon wieder neue. Gehören die schon zum Holzfällerlager? Nee. Wo will der denn so schnell hin? Der Typ mit dem Speer. Was hat denn der vor? Hm. Gehört er zu einer anderen Gruppe? Ist er jetzt weg? Ist er gerade verschwunden? Ach, da unten, da. Das war ein Nachzügler von der Reittruppe. Naja, gut. Rennt er hier einfach durch den Wald. Nächstes Mal vielleicht einen Pfeil ins Bein schießen, dann bleibt er vielleicht stehen. So, da ist das Holzfällerlager. Wo bleibt die Liste? Da. Okay, hole Sashimono-Banner zurück. 4 Stück. Schalte den Lagergeneral aus und befreie die Gefangenen 0 von 3 und töte taumelnde Gegner 0 von 3. Taumelnde Gegner, da kann ich meine Kunais für einsetzen. Den Lagergeneral will ich sowieso töten. Die Banner, ja, das hatten wir auch schon mal gesehen, wie das funktioniert. Okay. Taumelngegner, oh Mann. Das ist ein bisschen blöd. Weil dann kann ich nicht alle meucheln, wenn ich noch einige zum Taumeln bringen muss. Vorsicht, nicht so laut. Ich kann ja wenigstens die Bogenschützen ausschalten, die oben stehen. Damit ich mich unten ein wenig besser bewegen kann dann. Sonst schießen die halt von den Türmen aus. Den werde ich wegschießen.
Na, da sind links rum, also komplett im Kreis noch ein paar mehr. Der hat einen Helm auf. Macht das einen Unterschied? Oh ja. Mist. Ja, das macht einen Unterschied. Ich glaube, er hat mich noch nicht gesehen, oder? Ah, jetzt hat er mich wieder gesehen. Ah, jetzt geht's, oder was? Habe ich da falsch geschossen gegen die Seite oder habe ich jetzt sein Gesicht getroffen? Was nicht geschützt wird. So, drei Gegner ins Taumeln bringen. Nehmen wir die hier einfach mal. Und jetzt schnell hin. Er hat gezählt. Ja, der ist jetzt zu langsam natürlich. Zwei von drei, einen noch. Mist. Okay, das habe ich. Das hat geklappt. So, jetzt noch drei befreien. General ausschalten und die Banner holen. Also muss ich nichts mehr Spezielles machen. Ich darf sie jetzt also auch wieder alle meucheln. Ja, ne? Alles klar. Hier ist eins der Banner. So. Ach ne, die Banner, da gibt es ja keine Geschichte drüber. Das sind ja einfach nur Banner. 4 von 80. Yay. So. Kuna ist natürlich auch wieder aufladen, aber da kriege ich da, glaube ich, automatisch gleich wieder welche. Okay, da drin ist der nächste. Erstmal schnell hier rein. Jedes Zelt durchsuchen, kriege ich schon die Vorräte. Und die Banner wahrscheinlich auch. Eisen noch. Aber hier ist richtig viel diesmal. Da scheint das nächste Banner zu sein. Da stehen zwei. Einmal ein Oh, der ist ja gleich neben mir. Hallo. Hat er mich hier gehört? Vielleicht hat er mich gehört. Muss ihn halt auch mal von vorne meucheln, ne? Oh, da sind ja noch mehr von diesen Hütten. Aber da sind alle Banner, die brauchen drei. Ne, das sind das die Gefangenen? Oh, oh. Bogenschütze noch? Ne. Da steht einer am Tor. Der Turm ist leer. Ich gehe hier runter. Noch mehr Vorräte. Die Gefangenen sind hier auch. Ah, Mist. Wasserkampfhaltung. Okay. Ich hoffe, Zellen aufmachen reicht. Cool, nice, nice. Eins von drei Gefangene. Den Anführer mache ich selbstverständlich erst, wenn ich natürlich alle habe. Hier ist gar keine drin, glaube ich, oder? Ich knack das trotzdem. Das ist gar nichts. Ist hinter mir jemand? Nee. Der zweite, einer noch. Da ist keiner drin. Hier ist der letzte. Oh oh. Kommt ihr hierher alle? Wie laufen die denn da so wild rum? Ich glaube, die haben gesucht und hauen jetzt wieder ab oder so, ne? Ah, guck mal, hier liegt noch was in der Zelle.
So, noch drei Banner und dann den General ausschalten. Und dann habe ich alles geschafft. Eisen. Oh, ist das da schon der Anführer, der mit dem Helm, mit dem roten Zöttel dran? Da ist ein Banner. Okay. Aber ich brauche ja noch zwei weitere auch. Die hier unten gefallen mir nicht. Die laufen irgendwie so wild rum. Vielleicht ist es auch das, die Gefolgsleute von dem Anführer. Dass die mit denen zusammen rumrennen oder so. So, ich gehe hier nochmal rein. Die Zelte habe ich. Hier war ich noch nicht überall drin, ne? Ah, kann man hier noch die Kisten mitnehmen? Hier war ich auch noch nicht. Ja. Kunai. War ich in dem einzelnen Zelt hier? Doch, das war... Ja, das sind die, waren die Verbundenen. Da war ich auf der Seite. Okay. Hier ist der Karren, den man wieder sprengen kann. Ja, und eine sehr gemütliche Sitzecke. Da steht noch. Okay, die dir hinten stehen wieder ein bisschen ruhiger da auf jeden Fall. Nein, das ist der Anführer. Mist. Das war der Kriegsheeranführer. Gut, aber der kommt nicht so schnell hinterher. Da ist noch ein Banner. Danke. Okay. Zwei noch. Eins weiß ich. Oh oh. Hat der andere da nicht gesehen? Pfeile habe ich voll. Oh, oh. Ah, nicht mehr hingekriegt. Da kam noch der zweite um die Ecke. Das ist ein großer. Okay. Noch kommt ein Schildschlag als erstes. Zu allem bereit. Nein, der Anführer ist auch da. Halt den Rand! Vielleicht kann ich ihn ja nochmal abschütteln. Das letzte Banner ist hier in seinem Zelt natürlich, wo der Anführer drin war. Ja, da ist es. Jetzt habe ich alle. Ja, wo war denn der andere Karren, den zu sprengen? Laufen wir erstmal noch ein bisschen rum. Vorräte. Oh, ein Hund! Okay, die oben suchen noch zwar. Aber sie wissen gerade nicht, wo ich bin. Das ist doch ganz gut. Puh, so. Gucken wir mal. Wie viel sind es denn noch? Auf jeden Fall der Boss und noch ein paar kleine. Oh, doch noch ein paar mehr. Anführer ist nicht dabei. Hat der mich denn jetzt geschubst?
Schatten! So, sieht gut aus. Nur kurz hier rein. Nerv mich. Da ist eine Kiste. Kommt der nicht in sein Zelt rein hier? Na dann, wenn er nicht will. Wie er einfach draußen bleibt. Der sieht, dass ich da ins Zelt reinlaufe und bleibt einfach draußen. Naja, ist vielleicht nicht unbedingt die beste KI. Ich wollte diesen Wagen hier wieder anbrennen. Das ist doch so ein Sprengdings. Geht das nicht hier? Ich schieß mal drauf. Auch nicht? Schade. Vielleicht, weil ich den Kriegsherrn schon so aufgescheucht habe. Wo ist er denn jetzt hin? Da unten. Er ist doch der Letzte jetzt, ne? Na. Beobachten kann ich ihn auch nicht mehr. Da ist er. Wo geht er lang? Bleibt er da? Tipp, töte den oder beobachte. Ja, weiß ich. Hallo. Was ist Betty? Er hat Schild. So. Okay, das war's. Noch drei. Windkampfhaltung kriege ich. Wasser habe ich natürlich schon. Hui. Glänzender Stahl. Okay. Zwei Trophäen hier in diesem Lager gekriegt. Und der hat nichts zu looten hier? Da ist noch Vorräte. Aber an sich gab es hier richtig viel, ne? In dem ganzen Lager. Noch eine Kiste. Und ich habe alle von diesen Aufgaben geschafft. Vielleicht gab es da auch nochmal eine Trophäe, weil ich alle Vorgaben gemacht habe oder so. Fertig? Weil es ist noch rot. Was fehlt noch? Vielleicht jetzt noch den... Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Ah, jetzt kommt's. Kommt dann noch ein Anführer? Oder noch ein Kriegsee oder so? Jetzt darf ich das zerstören. Ne, jetzt schmeißt er nur eine Fackel weg. Okay. Nice. Zerstöre das Holzfällerlager. Abgeschlossen. Das wird diesmal komplett alles verbrannt. Und die Legende wurde erhöht. Deine Legende wächst. Der Unnachgiebige Wind. Maximale Entschlossenheit auch erhöht. Nice. Und Lebenspunkte auch noch. Ey, gib mir alles. Ich nehme alles mit. Kein Fertigkeitspunkt. Gib mir alles, habe ich gesagt. Gibt also nicht immer so ein Duell. Sitzt er noch? Neue Geistwaffe verfügbar. Ich glaube, diese großen Lager, wenn man die macht, gibt immer hier so einen Fortschritt für den Ninja, ey. Oder vielleicht für die Legende. Die Rauchbombe. Setze R1 mit R1 eine dichte Rauchwolke zu deinen Füßen frei, sodass Gegner dich aus den Augen verlieren. Oder Haftbombe, die werden Gegner kleben können, damit die explodieren. Oder die Windglocke. Ah, mit der Windglocke kann ich die ja weglocken. Drücke L1 und L2 und R2, um eine Windglocke zu werfen und die Aufmerksamkeit des Gegners auf dich zu lenken. Kommt der dann wirklich auch... Oder geht er einfach nur dahin, wo ich die Glocke hinwerfe? Weil das ist echt eine geile Fähigkeit. Um die noch besser zu... Rauchbombe ist auch
gut, wenn man viele Gegner um sich rum hat, aber ich glaube, ich nehme die Glocke jetzt Seltsame mal. Seltsame Geräusche locken die Wachen an. Diese Furien können Ablenkung sein oder Köder. Ablenkung oder Köder. Das finde ich super. Das nehme ich mit. Ah, guck mal hier. Ach so, der Böller ist das nächste. Werf einen Böller, um mehrere Gegner an einen Ort zu locken. Ah, okay. Mit dem Böller, also die Glocke ist für einen, der Böller ist für mehrere. Guck mal, jetzt stehen die alle auf einen Haufen. Kann man das zum Beispiel zum roten Fass werfen? Böller Richtung rotes Fass in der Nähe. Kommen gleich irgendwie drei Gegner angelaufen. Sprengst du das Fass danach. Oder aber du machst eine schöne Dreier, Technik hier. Attentatsserie. Eine schöne Dreier-Attentatsserie, wenn die alle zusammenstehen. So, ich gehe erstmal hier bei Ausweichen weiter runter, weil ich unbedingt dieses perfekte Ausweichen haben möchte. Und nehme jetzt für den Fertigkeitspunkt, den ich noch habe, den Reitsprung. So. Der ist schon geil. Reitsprung mit Dreieck vom Pferd aus. Das ist cool. Artefakte. Habe ich doch noch wieder was gekriegt? Ah, ein Kelch. Habe ich gar nicht gesehen. Ein Kelch. Für alle, für alles vom Stutenmilch bis hin zu Boal, eine Art Met, angeblich füllen Mongolen ihre Kelche sogar mit Öl, um sie über ahnungslose Gegner zu entleeren und diese dann in Brand zu stecken. Was wir ja am Anfang des Spieles gesehen haben, da hatte der Khan auch einen Kelch in der Hand und das hat er ja auf Fürst Adachi gekippt. Okay. Dann haben wir hier noch Aufzeichnungen. Gespräch mit den Khan, die dritte Variante. Okay. Eine äußerst interessante Woche. Khotun Khan hält Fürst Shimura auf Burg Kaneda gefangen. Er offenbarte mir, dass ihm der ehemalige Jito lebendig mehr wert ist als tot. Tatsächlich will Khotun ihm ein Angebot machen. Durch seine Spione und Informanten hat Khotun erfahren, dass Shimuras Ambitionen sich über Tsushima hinaus erstrecken. Er weiß auch, dass Shimuras Frau, Söhne und tragischerweise früh verstorben sind und er deshalb keinen Erben hat. Aha, und deswegen hat er sich auch um Jin gekümmert. Er hat selbst keinen Erben. Khotuns Angebot. Shimura soll sich den Mongolen anschließen und Shogun werden als Khotuns rechte Hand und ihm dabei zusammen mit Goryeo dabei helfen, Kublai zu stürzen. Der will sein Vetter Kublai Khan stürzen? Wer sich Khotun Khan in den Weg stellt, ist ein Narr. Und nach allem, was ich gehört habe, ist Shimura vieles aber sicher kein Narr. Okay. Das sind die Pläne also. Ja, Jin, dein Onkel, ist vielleicht nicht der, für den du ihn hältst. So, das ist jetzt hier. Ah, die habe ich noch nicht mal unendlich von. Vier Dinger. Ja, das kann ich vier Leute ablenken, oder? Windlocker, ja, die Kapazität wird dann halt noch höher. Verbesserung ansehen, kostet aber auch hier, ne? Raubtierfell, aber das muss ich ja auch wieder bei irgendeinem Lager machen. Okay. Kurz was getrunken, ausgeruht. Hier ist das ganze Lager niedergebrannt. Alle Zelte weg. Da ist wirklich nicht mehr viel über. Nicht mal mehr ein paar Vorräte. War erfolgreich. Sind das Vögel? Die mir. Ja, aber die kann ich nicht verfolgen. Gut. Jetzt verschwindet das hier auch. Holzfällerlager abgeschlossen. Und das nächste kleine ist hier, wo sich auch nochmal ein Anführer befindet. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Das müsste sogar nicht nur das Lager sein, sondern vielleicht auch noch ein Schrein, Fuchsbau oder sonst irgendwas, weil da noch ein Fragezeichen noch dazu ist. Ist also beides, 2 in 1. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen heute hier am Holzfällerlager. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.